begrüße Sie heute zu unserem ersten Türchen. Ich habe heute zur Unterstützung ein paar Weihnachtswichtel schon mal mitgebracht, weil unser Thema ist nämlich heute locker in die Weihnachtszeit. Und das können die Wichtel, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Die haben noch viel vor sich, viel Arbeit vor sich, ne, in den nächsten Wochen. Gut, Sie können das zu Hause natürlich gerne mitmachen. Und zwar können Sie sich auf die Couch setzen oder auch auf den Stuhl. Und am besten so, dass die Füße auf den Boden kommen. Und dass Sie einigermaßen gerade sitzen können. Einigermaßen. Gut. Genau, sieht schon mal gut aus. Wir fangen an mit den Füßen und zwar heben wir ein Bein ein bisschen an und kreisen einen Fuß. Genau, sehr gut. Kann auch schon mal knacken im Gelenk. Ist nicht schlimm. Und die Richtung wechseln, andere Richtung auch. Gut, dann schütteln wir das Bein ein bisschen aus und dann nehmen wir direkt die andere Seite, dasselbe auf der anderen Seite. Sonst wird es zu anstrengend auf einer Seite. Die Wichtel dürfen ja auch nicht überanstrengend in die nächste Zeit gehen, ne? Nein. Nur locker. Die Richtung wechseln wieder. Also man kann das mit Schuhen machen, mit Schlucken oder mit Socken oder mit nackten Füßen, ist ganz egal. Und dann lockern wir auch diese Seite. Und dann nehmen wir das andere Bein und entweder halten wir das Bein etwas fest mit den Händen oder wir heben das so, das ist aber viel schwieriger und versuchen nur den Unterschenkel ein bisschen zu kreisen, nur den Unterschenkel, den Fuß gar nicht so viel. Genau, und anheben ist vielleicht etwas einfacher, ne? Sonst geht das auch noch an die Oberschenkel. Kein Problem, ne? Sehr gut. Und auch hier mal die Richtung wechseln. Man muss das auch nicht schnell machen, es geht auch ganz langsam. Das ist auch in Ordnung. Und nochmal lockern. Dasselbe mit der anderen Seite. Mit Festhalten oder ohne Festhalten, ist egal. Nur den Unterschenkel. Das ist die Schwierigkeit dabei, glaube ich. Nur den Unterschenkel zu kreisen. Und die Richtung wechseln. Ja, die sind schon ganz gut, die Wichtel hier. Wir haben immer viel laufen und tragen. Genau. Wir fangen ja erstmal unten an, die Arme kommen auch gleich noch. Und lockern. So, dann können wir versuchen, das ist auch nicht so einfach, aus der Hüfte raus, das andere Bein aus der Hüfte raus zu kreisen. Ja, in der Hüfte muss man auch schön locker bleiben, ne? Ist auch gut für den Rücken. Ja, da kann ich mich gut bücken. Genau. Die Richtung auch hier mal wechseln. Ja, ist auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ja, das kann ziehen. Man muss das auch nicht so lange machen, wenn das zu viel ist, ne? Die andere Seite natürlich auch. Ich kann gar nicht mehr aufhören, ich habe keinen Stopp. Oh, hoffentlich beißt der Wind mir nicht im Zeh. Ja. Das ganze Bein aus der Hüfte raus und die Richtung wechseln nochmal. Eine Seite ist ja meistens etwas, man kann sich auch festhalten am Stuhl, ja, genau. Ne? Ja, genau. Das ganze Bein hier. Der blaue Wichtel da hinten. Mhm. Ach so, deswegen. Okay, gut. Dann mach das falsch. Und locker nochmal. Ein bisschen beide Beine. Wenn er den Fuß auf einmal schnapp. Aber nochmal ein bisschen die Oberschenkel ausklopfen. Okay, gut. Dann machen wir den ganzen Rumpf. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich zu kreisen hier mit dem Oberkörper. Man kann sich dabei auch abstützen, muss man aber auch nicht. Oder am Stuhl geht auch. Dann können wir versuchen, mal die Schultern mitzunehmen,
nach vorne, nach hinten, Brust raus und nach vorne rund werden. Ja. Und damit wir keinen Drehwurm kriegen, in die andere Richtung. Die Schultern so viel wie möglich mitnehmen, wenn möglich. Ja, manche Wichtel sind am Anfang auch noch ein bisschen steif, ne? Am Anfang. Gut, und dann wieder bis zur Mitte ankommen. Dann versuchen wir mit den Händen so weit wie möglich nach hinten zu gehen. Vielleicht können wir sogar den Stuhl greifen oder einfach nur die Arme nach hinten strecken und den Brustkorb nach vorne hochziehen. Eine schöne Dehnung. Aber tief atmen. Ja, das merkt man, glaube ich, oder? Ein bisschen Dehnung, oder? Ja, gut. Schön nicken. Ja. Und nach vorne die Arme, dann können wir die Hände falten und mal so weit wie möglich die Schultern auch mit nach vorne ziehen, den Kopf ein bisschen senken dabei, ein bisschen runter, leicht. Und die Arme wieder ablegen oder Hände ablegen und dann die Schultern nach hinten kreisen. Ich glaube, das täte unserem Chef auch gut. Ich meine, dem Weihnachtsmann, ne? Ja, dem Weihnachtsmann, bestimmt. Der könnte auch mal vorbeikommen und Übungen machen, ne? Ja, warum nicht, ne? Die Ellbogen mitnehmen. Ja, aber unser Chef hat, der muss ja viel arbeiten. Na klar, ja. Gut, dann gehen wir mit den Armen direkt nach oben. Und ziehen mal abwechselnd die Arme hoch. Ja, sehr schön. Tief atmen dabei. Dann bleiben wir mal mit einem Arm gestreckt oben und versuchen mit der anderen Hand den Arm noch ein bisschen länger zu ziehen. Da muss man nicht besonders hochkommen, auch wenn der Ellbogen nicht ganz gestreckt ist, ist nicht schlimm. Hauptsache man dehnt. Genau. Und die Seite wechseln, direkt die Seite wechseln. Die andere Seite hochziehen. Und dann können wir die Arme mal kurz schütteln, die Schultern mitschütteln. Es wird wärmer jetzt auch, ne? Das ist gut. Dickere Socken anziehen beim nächsten Mal, ne? Nächstes Mal, ja. Genau. Und dann streichen wir den Nacken ein bisschen aus. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Es reicht auch nur, den Hals auszustreichen. Wir nehmen die Hände von hinten nach vorne, vorsichtig. Genau. Können den Kopf auch gleichzeitig von unten nach oben ziehen, wenn die Hände von hinten nach vorne gehen. Genau. Schön den Nacken ausstreichen. Der muss auch viel aushalten. Bei den vielen Nackenschlägen, die Wichtel bekommen. Ehrlich? Ne? Das ist ja schlimm. Der Weihnachtsmann ist immer streng zu uns, ne? Oh ja. Und nochmal ausschütteln, die Arme. Muss ich das ganze Jahr benehmen, nicht nur an Weihnachten. Ein Jahr Geschenke basteln und herstellen und dann austeilen, Weihnachtsmann unterstützen. Ach, ja, das denke ich mir. Nochmal kurz kreisen die Schultern. Und zum Abschluss machen wir noch mal eine Atemübung zum Lockern der Schultern, Nackenbereich. Einatmen die Schultern nach oben. Und beim Ausatmen langsam runter, langsam, so langsam wie es geht. Beim ganze Ausatmen lang, den ganzen Ausatmen lang. Nochmal oben ziehen, nach oben ziehen. Und langsam runter ausatmen. Und ein letztes Mal nach oben ziehen, einatmen und jetzt fallen lassen. Super. Das hat ja toll geklappt. Sind wir jetzt fit für die nächsten 4 Wochen, die auf uns zukommen? Ich hoffe, sonst wiederholen wir das nochmal. Ne? Wir melden uns dann, ne? Sehr gut, ich freue mich. Wenn wir zu müde sind und merken, wir müssen nochmal gedehnt werden. Guck mal, der Stumme, taub ist er nicht.
Aber der arbeitet gut, glaube ich. Der junge Wichtel, der laute Wichtel und der vorlaute Wichtel. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zu Hause. Alleine auch das Zugucken schon. Und vielleicht machen Sie es ja mal mit oder probieren Sie es mal aus. Bis zum nächsten Türchen. Tschüss.